Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Frostpunk. Das nächste Szenario steht dann der Fall von Winterheim. Und ja, einfach mal gucken, was ist es? Wir haben eine große Stadt erbaut, um den langen Winter zu überleben. Nun müssen wir gegen die Zeit kämpfen um sie und unsere Leben vor dem herannahenden, deutsche Wörter, Unheil zu bewahren. Das heißt, die Stadt steht schon und wir müssen das managen? Ist auch mal anders, dass wir uns nicht aufbauen müssen. Aber wir wissen ja eigentlich, was mit Winterheim passiert ist. Wir haben ja im neuen Zuhause das Schicksal von Winterheim ja erfahren. Also wir versuchen es quasi gegen die Geschichte anzukämpfen. To whoever is out there. If anyone. Know that we were here. We did our best. We, the survivors, doomed by our own mistakes, aware of the risks and the price to pay. We took our last chance. Das Spiel zeichnet ja ständig ein sehr hoffnungsloses Bild, aber jetzt setzen sie nochmal einen drauf. Okay. Der Fall von Winterheim. Unser Generator arbeitet nicht richtig. Okay, wir haben das Hauptproblem gefunden. Nachdem unser Anführer das wohl wochenlang ignoriert hat, trieben uns die unerträgliche Kälte und die unmenschliche Repression dazu, uns gegen ihn aufzulehnen. Er gab nicht kampflos auf. Die halbe Stadt liegt nach den Kämpfen in Schutt und Asche. So viel zur aufgebauten Stadt. Nachdem der Generator notdürftig gepflegt wurde, besteht deine erste Aufgabe als Anführer darin, Winterheim wieder aufzubauen. Und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine Zukunft hat. Dann wirst du in der Lage sein, die Ursache für die Fehlfunktion des Generators auf den Grund zu gehen. Okay, also das ist, bin ja mal gespannt, was die Fehlfunktion für uns bedeutet. Wahrscheinlich, wir kommen wahrscheinlich gegen die Kälte nicht vernünftig an. Aber schauen wir mal. Wenn ich das richtig sehe, haben die halbe Stadt niedergefackelt. Die Genies. Stimmt mit denen nicht. Wir haben auf jeden Fall direkt Zugang zu Scouts anscheinend. Baue die Stadt wieder auf. Unsere Einwohner leiden in dieser schlecht geplanten, hungernden, halb zerstörten Stadt. Sie müssen ihnen wieder Hoffnung geben und ihre Unzufriedenheit eindämmen. Als erstes sollten sie die verkohlten Ruinen entfernen lassen, um zu zeigen, dass es mit der Stadt bergauf geht. Die Ingenieure werden den Generator untersuchen, sobald sie sich um die aktuelle Krise gekümmert haben. Alles klar. Gleich mal Pause. Das heißt, er ist gerade außer Betrieb. Das ist nicht sehr vielversprechend. Das sind alles Ruinen. Wir haben... Oh mein Gott, wir haben 600 Leute. Okay, Generator einschalten. Mindestens 30 Ruinen entfernen. Hoffnung 50%, Unzufriedenheit unter 25. Wir haben lauter Amputierte mit dabei. Okay, wir haben Bereichseinstellung nur... Aber wir haben zwei, drei sogar. Ich glaube, wir haben keine... Wir haben Dampfzentren auch. Das ist ein interessanter Aufbau. Problem ist dann natürlich, sobald wir den anwerfen, geht es uns schlecht. Das Problem ist, dass genau die Gebäude im Inneren alle zerstört sind. Aber gut. Ah, das heißt, wir managen jetzt hier erstmal. Wir haben ein Wirtshaus. Okay. Aha. Okay, wir haben... Okay, wir kriegen eine Kohlelieferung von 800. Und eine Kampfarena. Was geht denn hier ab? Was ist denn bitte mit Winterheim los? Okay, auf jeden Fall, wir müssen das natürlich in den Griff kriegen. Baracken ist ein okay. Versucht, muss das jetzt gerade... Also bevor ich jetzt auf Go gehe, möchte ich einfach mal alles einstellen, dass ich das alles gemanagt habe. Wir haben Kinderarbeit aktiv. So leid es mir tut. Wobei, ne, können wir dann tun, wenn wir merken, dass wir nicht ohne die Kinder auskommen. Das heißt, hier ist gesetztechnisch Zeug unterschrieben, das ich niemals unterschrieben hätte. Entsorgung von Leichen, Kinderarbeit, ungefährliche Arbeiten und alle Arbeiten. Kampfarena, Wirtshaus. Was stimmt denn mit euch Leuten nicht? Zusatzstoffe. Ja, wir können halt dann nicht mehr... Ich finde halt den Gang zu den Lehrlingen so viel effizienter, als die einfach arbeiten zu lassen, die Kinder. Ich meine, ihr seid 500 Leute. Ihr hättet eigentlich genügend Arbeitskraft.
Wird auf jeden Fall Ingenieur rein, da können wir auch gleich mal gucken, was wir dann forschen. Forschungstechnisch. Okay, es ist spannend. Auf jeden Fall, wir haben eine ausgebaute Siedlung, mehr oder weniger, die allerdings angekratzt ist. Das auf jeden Fall. Das hat Prio. 85 Einwohner sind gestorben. Wunderbar, darum ist die Hoffnung auch absolut im Keller. Ich muss erstmal einen Überblick gewinnen, bevor ich hier anfange, die wild rumzuklicken. Okay, das ist, glaube ich, ja, Holzruinen, das sind, glaube ich, Häuser. Das heißt, da werden Häuser nachgebaut. Das Vorratslager. Ja. Wir stoppen jetzt einfach mal alle. Zweiter Ring geht auch. Das ist ein Wirtshaus. Das lassen wir mal aus. Weißhaus ist befüllt. Damit haben wir den inneren Ring. Nächster Ring. Nächste Ruinen. Ich muss noch gucken, wo kriegen wir unsere Kohle eigentlich her? Wenn ich das mal fragen darf. Ah, da ist ein Kohlegenerator. Das ist einer der Pumpen, ne? Wo dann eigentlich Sammelstellen drumherum sein sollten. Und ich bin mit der Struktur dieser Siedlung sowas von nicht einverstanden. Ah. Okay, Jagd. Das war das Wirtshaus. Das sind bereits Leute abgestellt, da auch. Es ist 25 Holz, das ist eigentlich nicht viel. Also wenn man da voll Leute drauf ansetzt, kriegen die das, glaube ich, recht schnell weg. Vor allem dann können wieder neue Leute, neue Häuser bauen. Oh schön, immerhin haben wir eine Grube. Kein Friedhof, aber eine Grube. Ist nicht schön. Ja, wir brauchen die Kinderarbeit tatsächlich, weil ich kann die Kinder schlecht auf die Jagd schicken, aber ich kann sie, glaube ich, Ressourcen abbauen lassen. Ich meine, unterzeichnet ist es eh. Macht ja keinen Unterschied. Aber ich kann verstehen, warum der vorherige Chef der Truppe nicht sonderlich beliebt war. Da muss man so viel Müll aufräumen, ey. Wieso? Wer hat denn gedacht, dass es Sinn macht, sich die halbe Stadt anzuzünden? Warum? Warum tut man so einen Blödsinn? Wenn man eh schon in der Krise lebt. Ja, lass mal Stadt abfackeln. Ist sicher cool, jo. Gerade wenig Verständnis für die Leute. So, einmal alles durchgeklickt. Genau, Jagd, weil wir brauchen dann wohl oder übel auch Nahrung, die dann reinkommt. Aber dann auch Kohle ist natürlich wichtig. Okay, da ist eine Sammelstelle. Das sind weitere Jagdhütten. Das ist nochmal ein Speisehaus. Ich kann Ingenieure reinschicken, weil Ingenieure könnte auch noch was tun. Okay, da ist ein Stahlwerk. Die haben ein Stahlwerk auch zerstört, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, unser Außenposten-Ding haben sie auch zerstört. Oder ne, wir haben ja noch einen Außenposten. Das heißt, einer lebt noch. Das ist der hier. Ist das hier draußen noch eine Jagdhütte? Alles klar. Und den natürlich einschalten. Okay, das ist tatsächlich verbrauchstechnisch noch ganz okay. Die Dinge sind an. Die Sanitätsstationen sind da draußen. Die brauchen wir auf jeden Fall auch, weil die laute Kranke am Start haben. Okay, da müssen wir erstmal warten, bis das alles hochfährt. Bevor wir dann sehen, was die Aussage davon ist. Die Sanitätsstationen bauen auf jeden Fall Ingenieure schon mal. Dass die schon bereit sind, um Kranke aufzunehmen. Das Sägewerk brauchen wir, glaube ich, nicht. Mir ist überall Holz sammeln. Wobei, dann brauchen wir das Stahlwerk eigentlich auch nicht unbedingt. Genau, welches, was noch wichtig ist, natürlich Kohle. Und Nahrung. Also das müssen wir fast befüllen, glaube ich. Jetzt geht das schief. Da ist noch eine Sanitätsstation. Ja, was noch rot? Da ist noch was rot. Weitere Kohlegenerator, weitere Sammelstation. Kriegen wir auch noch befüllt. Auch mit Ingenieuren befüllen, theoretisch. Da haben wir nämlich die Arbeiter noch für was anderes. Nämlich hier noch eine Jagdhütte, die man verwenden kann, wenn ich sie anklicken kann. Okay, dann habe ich jetzt mal meine Leute verstapelt. Was nicht läuft, ist die Kampfarena, das Sägewerk. Wobei, das kann ich auch, das Stahlwerk kann man auch noch abwürgen zurzeit. Und dann können wir uns noch mehr um das Aufräumen quasi kümmern. Habe ich da irgendwie noch eine Übersicht? Wirklich. Ich muss ja gucken, was brennt quasi, kann abgebaut werden.
So, dann können wir jetzt noch eins angehen. Ne, das ist schon. Das ist auch schon. Das noch. Gut. Ja, dann können wir mal die ganze Flanke weg. Ich bin mal gespannt, wie viel die Hitze hochfährt. Ich glaube, der braucht, bis er wirklich Vollpower erreicht. Ich weiß halt noch nicht, was der Defekt ist. Das finden wir wahrscheinlich gleich raus, was an dem Ding nicht optimal läuft. Wenn wir versuchen, den auf Full Power zu stellen. So, Stufe 1 ist erreicht. Kohleverbrauch ist wie erwartet riesig. Wie kalt ist es eigentlich? Minus 30 nur. Wir brauchen keine Dampfstufe 3. Dampfstufe 2 muss reichen. Ah, haben wir keinen Overdrive? Doch, Overdrive ist auch verfügbar. So, dann gucken wir mal, wie es nach Stufe 2 aussieht. Wir haben jetzt Stufe 2. Unser Verbrauch ist viel, viel größer als unsere Produktion. Achso, weil die noch keine Kohle da haben, um zu sammeln. Also das ist noch ein Problem, aber das ist auf jeden Fall hot. Ist das Fläche 3? Ich habe mir mehr erwartet. Müssen wir auf jeden Fall heizen. Okay, das sind ein paar Außenbezirke an Häuser. Das ist ja Katastrophe. Ja, okay. Das Stufe 3 können wir uns fast nicht leisten, kohletechnisch, ne? Stufe 2, meine ich. Da müssen wir leider... Ich meine, das ist trotzdem gelb. Gelb ist erträglich. Gesundheitssystem ist auch aktiv. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt die Vorbereitung alle gemacht. Das Problem ist, es wird dann gleich wieder kälter. Nahrung wird umgewandelt. Genau, dann die Ruinen entfernen, Hoffnung steigern und die Unzufriedenheit senken. Unzufriedenheit kommt vom kalten Zuhause. Wir haben okay, es ist schon gut, dass sie an einer Kampfarena dran wohnen. Ja, dass die Hoffnung ist natürlich down, weil so viele Leute verstorben sind. Aber ich denke, das wird dann auch besser. Haben wir Überstundenschichten oder so? Ich glaube, sowas haben sie nicht unterzeichnet, ne? Ne, Notfallschicht ist nicht aktiv. Kann man jetzt auch schlecht machen, weil dann werden die nur noch unfreundlicher. Dann auch super, es gibt ein Freudenhausen im Game. Hoffnung sinkt. Ah, dann zwingen wir wahrscheinlich Prostitution. Das machen wir ganz sicher nicht. Oder wir könnten Schnaps austeilen. Ja, es hat wahrscheinlich gesundheitliche Probleme, wenn wir da massig Schnaps austeilen. Und wir können Duelle... Gott. Und da haben wir noch Zweck. Gebetshaus? Das stimmt doch nicht. Da muss ich doch Gebetshäuser bauen, nicht Häuser der Heilung bauen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, um unsere Hoffnung zu boosten. Ich denke, damit fangen wir an. Da bauen wir natürlich dann erstmal die Ressourcen. Ich meine, wir haben 2 Tage für die Gebetshäuser. Das kriegen wir normalerweise hin. 3 Tage sogar. 4 Tage sogar. So, ja. Problem ist wirklich ein bisschen das hier. Okay, da so sieht der Verbrauch zumindest okay aus, wenn wir auf Dampfstufe 1 runtergehen. Da ist es dann nicht so warm hier. Aber es ist noch nicht so übel kalt draußen. Selbst in den schlechtesten Stellen ist es kalt und nicht sehr kalt. Also, das Vorteil ist, wir sind gerade bei minus 30. So, die sollen jetzt auf jeden Fall erstmal... Die fangen jetzt dann an zu arbeiten. 2 pro Stunde. Das heißt, bei 20... 10, 12 Stunden, 13 Stunden, was sie brauchen. Also 2 Arbeitstage. Wir haben noch sehr viele Kranke. Wir haben 20 davon in Behandlung. Wir geben uns Mühe. Kohle wird gesammelt. Nahrung wird gesammelt, Nahrung wird umverarbeitet. Geforscht wird auch. Ressourcen kommen rein. Und mit den Ressourcen können wir dann an den Stellen, wo wir Sachen wegbauen, können wir dann die Kirchen reinplatzieren, wenn da mal Fläche da ist, weil wir bauen das ja ab. Dann ist danach ein bisschen Platz frei. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal hier durchkommen. Ja, der gefällt mir wirklich nicht, der kann. Also bin wirklich gespannt, was mit dem Defekt ist. Kann ich bereits einen Speertrupp? Doch. Fabrizieren. Wir brauchen 5 Arbeiter dafür. Das heißt, ich muss gerade irgendwo 5 Arbeiter abzwacken. Das sind Kinder. Da. Auf jeden Fall will ich einen Speertrupp haben. Es ist immer sinnvoll, einen Speertrupp am Start zu haben. Ich glaube, ich habe für die Speer keine Forschung aktiv. Nee. Nur das Außenposten-Ding. Genau, forschen tun wir ja gerade.
Das wäre vielleicht noch ganz... Ne, der Effizienz auf jeden Fall, denke ich, macht Sinn. Ansonsten hier Dämmungen. Bei Treibhaus haben wir gar nicht. Das, eine Heilung, ist auf jeden Fall auch was wichtig. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Ah ja, die können gerade nicht... Können gerade nicht liefern, weil unsere Lage voll ist. Okay, wir sammeln Zucker. Okay. Wenn wir jetzt mehr sammeln als sonst, dann ballern wir das nochmal höher. Nahrung ist gerade auch durch. Also an sich, ressourcentechnisch geht es uns nicht schlecht. Wir müssen nur die Situation in den Griff kriegen. Das ist gerade unser Hauptproblem. Diese Überreste, die wir quasi geschenkt bekommen haben. So, und da geht mal das erste Drama los. Ein Kind hat sich bei der Arbeit verletzt. Einen Tag freigeben und ich kann es schimpfen lassen. Ich kann es freigeben. Kinderarbeit ist gerade so was Notgedrungenes. Die Temperatur in der Schneegrube ist zu hoch. Achso, damit die Leichen nicht verwiesen. Siehst du, drum unterschreibe ich so ein Bullshit nicht. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen eine neue... Eine neue Grube irgendwo draußen. Das ist auch mal was anderes. Das sind Gebäude, haben das kalt sein muss. Sieht man auch nicht häufig. Können wir das irgendwie so... Das ist doch ein schönes Randgebiet, wo es keinen kümmert. Muss halt dann auch mal jemand bauen. So, schnelleres Sammeln ist erforscht. Das trifft sich gut. Dann Sanitätsstation bitte aufrüsten. Was ist jetzt hier los? Ach, unsere Lage. Unsere Lage. Wir müssen die Ressourcen auch verbauen. Ganz was Neues. Kohlegeneratoren, Kohlemine. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Um ehrlich zu sein. Und hier gibt es so viele Einwohner. Da ist also wohnt tatsächlich niemand auf der Seite. Was? Zerstört. Mir ist recht wumpe, wenn das Rohstoffquellen zerstört. Dass die weiter sammeln können. Kann ich irgendwie noch Häuser upgraden? Okay, dann machen wir das. Ich meine, wir müssen unsere Ressourcen irgendwie wegkriegen, dass die weiter arbeiten können. Okay, Achso, weil der wartet, bis hier wirklich fast keine Kohle mehr und dann kommt die 800er Ladung. Kalte Unterkünfte, beheizt sich die nicht? Okay, ja, da kommt... Wenn wir auf 100 droppen, kommt der Schwung 800 wieder rein. Ist es nicht schön. Gebetshäuser wurden gebaut, das steigert unsere Hoffnung. Ruinen sollten morgen die ersten verschwinden. Die Häuser für Häuser haben nicht die Ressourcen. Also wir sind tech-mäßig relativ weit. Wir könnten theoretisch ein paar Lager bauen. Ich meine, ja, das zerstöre ich ein paar Bäume, aber... Wir bauen das für später, Spiel. Wir bauen das für später. Einfach darum, ein paar Ressourcen zu verheizen. Dann können wir da irgendwo... Gut, dann legen wir das wirklich da draußen irgendwo an. Und wo ist das eine Ding? Also das eine Ding habe ich jetzt gebaut da draußen, ne? Das Ding, genau, die Schneegrube. Das heißt, die kann weg. Wir haben eine neue.
Das wird nochmal... Ne, so nicht. Das können wir nur so anbinden, weil das reicht nicht. Wunderbar. Da kam gerade irgendwo... Ja, ja, genau, Dampfkörner. Wir haben 3 Stück davon. Also wir haben nicht übermäßig viel, aber it is what it is. Wir laufen so auf Minimalprinzip irgendwie. Trotzdem. Schauen wir mal. Da ist unser Speer auf jeden Fall gekommen an der Schneedüne. Einen rostigen Koloss gefunden. Da könntest du... Rostig, wir müssen unsere Landtreten-Nords. Okay. Ja, wir laufen einfach mal weiter. Das ist unser Sägewerk. Aber Holz... Holz ist tatsächlich gerade kein Problem. Komisch es auch klingt. Okay, das wird Kohle, Dänisch, glaube ich, noch knapp. Und wir machen da Kohlelager draus. Base müsst ihr bitte noch bauen. Okay, und dann geht es natürlich gleich das Drama los. Das heißt, wir brauchen den Overdrive für den Tag. Es reicht nicht ganz, ne? Und mehr gestorben. Wunderbar. Eine besorgte Mutter. Ja. Ich meine, wir haben Kinderarbeit aktiv. Da kann ich verstehen, dass denen das nicht passt. Habe ich Verständnis für. Der kann aus. Da ist nichts Wichtiges drin. Oder? Ich glaube, das sind alles Ruinen. Wir müssen ein bisschen was abwirken, heizungstechnisch, ansonsten geht uns gleich die Kohle aus. Ich glaube, das sind die einfachsten. 2 Stunden haben wir noch. Es ist nur so viel Zeit überbrücken, bis der Arbeitstag losgeht. Ja, I know, it's getting colder. Wir haben dann Overdrive für sowas. Das geht. Ja, uns sterben noch ein paar Leute weg. Okay, aber unsere Krankheitszahlen sind gar nicht mal so gut tatsächlich. Hier in die Ruinen sind jetzt zu kalt. Kann ich die nicht arbeiten lassen, ansonsten eskaliert das. Kann die sicher da irgendwo arbeiten lassen, wo es nicht zu kalt ist. Wo noch ein paar Ruinen in Sachen haben, wo man hier arbeiten kann. Temperaturanzeige achten. Das sind fertige Häuser. Hacke ist kühl, das ist natürlich auch nicht schön. Die Ruinen haben wir alle am Abbauen. Was ist da hinten noch? Da ist nochmal eine Kampfarena tatsächlich. Hier sind tatsächlich keine Ruinen. Sind hier noch Ruinen mit dabei? Auch nicht. Okay. Das ist halt dann die Frage. Soll ich das kalt in Kauf nehmen? Gott. Komm mit dem Zoom gerade nicht so ganz zurecht. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 112 Kinder. Ich glaube, ich lasse die lieber, weil es mir sind die Gesundheitszahlen gerade nicht ganz wert. Ich kann da noch aufstocken. Warum geht das mit dem Weg da oben nicht? So, weil ich nicht bis zuletzt verbunden habe. Mein Fail. So, Ruinen sind erschöpft. Wunderbar. Die Ruinen wurden beseitigt. Also jetzt haben wir ja auch Platz. Ich hätte sogar noch mehr Eisen. Wir kriegen gar keine, wir kriegen gerade irgendwie nur Holz. Okay, ja, dann nutzen wir das Holz doch auch. Ich brauche nur die Wärmeansicht dafür. Ich kann es schlecht nutzen ohne Eisen. Das heißt, Leute, wir haben jetzt Arbeiter dafür. Geht mal da arbeiten, Dankeschön.
Gut, der Generator kann sich auch selber heizen. An der Stelle muss ich auch heizen, sonst werdet ihr mega krank. Dann werfen wir den Wärmebereich an. I see the problem. Wir brauchen gerade ein bisschen zu viel Kohle. Ja, wann kommt der an? Oh, 29 Minuten. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Schafft er das? Was ist hier los? Eine Stimme in den Ruin. Okay. Können die Kinder ausgraben. okay. Doch. Kohle lief von Kanan. Sehr schön. Dass wir verheizen jetzt wieder wie verrückt. Dann kommen nämlich hier weiter ab. Doch sehr viel Eisen. Ich klicke da einfach und wenn sich was Klickbares ergibt, dann drücke ich da Arbeiter rein. Nein, das muss anbleiben. Man sieht halt wenig. Das ist alles irgendwie ein Chaos. Wir haben noch so viele Leute verfügbar. Es tut mir leid, ich muss euch da Lausen in die Kälte schicken. Aber es hilft nichts. Wir müssen das Zeug wegkriegen. Und ich brauche nämlich recht bald später die Fläche. Ich weiß jetzt, was ich denen bauen kann, fällt mir gerade so auf. Wo sind sie denn? Genau da. Dann können wir nämlich da schon mal Gesundheitssystem bauen. Wir werden mehr Sanitätsstationen brauchen. Was ist da los? Kein Überlebender. Plus ein Kind schwer krank. Hoffnung steigt leicht. Wir sollen die Hoffnung irgendwie hochkriegen. So. Genau das hier. Ihr habt mehr Ruinen erschöpft. Ja, wir bauen erstmal nur Baracken. Baracken kosten sich auch weniger, wenn es ein Upgrade ist. Sanitätsstation Upgrade ist da. Können direkt auf ein Krankenhaus gehen. Alternativ Speisehaus dämmen macht jetzt nicht so viel Sinn. Effizienz, ne? Wir müssen gucken, dass wir unseren Kohleverbrauch runterkriegen. Aber das ist immer noch too much. Das halten wir aktuell so nicht durch. Ich muss das runterstellen, ansonsten kommen wir da aktuell nicht hinterher. Das ist zu viel Verbrauch. So leid es mir tut, Leute. So leid es mir tut. Aber das ist ein Sturm, den wir uns momentan aussetzen müssen. Ich baue euch da unten dafür Häuser hin, die besser gedämmt sind. Dass ihr nicht so unter der Kälte leidet. Also ich versuche euch da etwas entgegenzukommen. Wir haben wieder 146 Leute, die arbeiten können tatsächlich. Muss ich ein bisschen stärker micromanagen. Das ist einfach so viel. Ja, die 5 Ingenieure behalte ich mir nämlich wieder. Dann können wir das Ding mit anwerfen. So, dann kommen nämlich die Häuser hier mit dazu. Dann kann ich das nämlich alles upgraden. Wunderbar. Wie sieht es mit Kohle aus? Grün. Grün ist gut. Mindestens. Das war ein volles Haus. Whoops. Das war so gar nicht der Plan. I'm sorry. Ich wollte nur Baracken bauen. Gut. Nahrung könnte auch noch eine Schwierigkeit werden. Overdrive geht noch. Oh, ich habe den ganz vergessen. Okay, ich habe gerade nicht so ganz den Überblick. Okay. Vom rostigen Koloss ist nicht viel übrig. Aber weitere Kern. Dann kommen wir erstmal zurück und liefern das ab, was er hat.
Ja, dann stürmen uns immer noch ein paar Leute weg. Wir haben 101 Obdach. Achso, weil wir die ganzen Häuser gerade umbauen, müssen die obdachlos. Weil die Häuser neu gebaut sind, passt das auch wieder. Jetzt haben wir die erträgliche Lebensqualität nicht. Ich glaube, ist wiedergeboren. Das ist schön. Da können wir jetzt auch gucken, dass wir da noch einen Schritt weiter gehen. Schrein ist nämlich was ziemlich Tolles. Ja, brauchen die nur Holz? Die brauchen auch Stahl. Okay, was haben wir da noch Tolles? Schwerkranke behandeln. Kann ich gerade nicht. Radikale Behandlung oder Lebenshaltung? Radikale Behandlung mache ich immer lieber tatsächlich. Aber schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Krankheitszahlen sind tatsächlich nicht so schlimm. Nachdem wir unser Gesundheitssystem nochmal nachgerüstet haben, das mache ich auch gerade nochmal. So, dann. Kohleverbrauch, klar, Generatorlastung. Last ist noch ein Thema gerade. Aber da wir aktuell im Grünen sind, kann ich in die Wetter wieder die Stufe hochstellen. Weil es gibt. Ja, noch eine. Das heißt, wir können den Overdrive durch Dampfstufe 2 austauschen, sobald er zu hoch wird in die Überlastung. Wo habe ich meine Ingenieure drin noch? Da hinten sammeln irgendwo 10 Ingenieure. Das macht so keinen Sinn. Kümmert euch um die Kranken. Das hilft uns deutlich mehr. Und nämlich da auch hinterher ein bisschen, hoffentlich. Aktuell muss ich das noch überstehen mit Overdrive. In 5 Stunden kommt die nächste Kohlelieferung, also um 10 Uhr. Wir sind natürlich jetzt nahrungsleer, also nächstes Sorgekind ist Nahrung. Können wir. Was kosten die denn die. Nein, Nahrungsmittel. Speisehaus. Nein, Treibhaus. 20 Holz und ein Dampfkörn. Ich finde ihn nämlich an sich schon sinnvoller als eine Jagdhütte. Ratebelastung ist jetzt offiziell kritisch. Ah, okay, unser Generator heizt nicht so viel, wie er heizen sollte. Nur 40% tatsächlich, der ist ja richtig miserabel. Dann haben wir auch bei trotzdem, obwohl wir nur bei minus 40 Grad sind, so Schwierigkeiten. Jetzt check ich das. Jetzt check ich das. Worktime. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Gott, es werden uns immer noch die Leute zu schnell krank, glaube ich gerade. Also mit den Lebensbedingungen versuche ich, aber wir kommen nicht ganz hinterher. Die nächsten Ruinen sind erschöpft. Genau, ich wollte jetzt aber eigentlich. Das kriegen wir doch hin, sobald ich die Straße hier abreiße, oder nicht? Gut, dass man das so einfach. Kriege ich dafür auch Holz wieder? Ja, tatsächlich, dafür kriege ich Holz wieder. Ist da noch irgendwo Platz gerade für sowas? Das hilft auf jeden Fall schon, unsere Nahrungsversorgung zu stabilisieren. Am liebsten würde ich nochmal eins bauen und wir kriegen auch gerade nochmal mehr Ressourcen dafür. Wir sind zurück, jetzt haben wir auf jeden Fall Eisen ohne Ende und ich habe gerade den Pause in die Rätsel gedrückt. Das checke ich gerade immer. Und dann rüber zur Wetterwarte. So, Kohle hält noch gerade so und wir drehen es mal. Wir räumen immer noch Zeuge. Im 24. haben wir bereits weggeräumt. Jetzt gerade im Überlegen, wo ich das Ding reinknall. Irgendwo hier um das herum. Wäre ganz nett. Aber da ist tatsächlich noch. Da ist Platz, aber da nicht genug. Das ist halt echt miserabel gebaut hier, das Ding. Wirklich miserabel gebaut, das ganze Teil. Mal noch ein paar Straßen aufräumen. Macht so keinen Sinn. Der ganze Ring ist Katastrophe. Der Typ, der das gemacht hat, wusste halt wirklich nicht wirklich, was er tut, ne? Ich will jetzt hier nicht behaupten, ich weiß, was ich tue, aber. Das, was der schafft, würde ich auch schaffen. So.
ist zumindest mal Platz. Ist leider nicht ganz in der Hitze drin. Der aktuellen Hitzezone. Wir müssen da warten, bis noch ein bisschen mehr abgebaut wird. Könnt ihr da noch so ein Ding reinstellen, theoretisch, dass wir ein weiteres Forschungsteil auch haben? Ja, das Platz ist jetzt auch nicht optimal, aber es ist besser als das eine Ding. Soll ich da ein zweiteres reinstellen? Ich glaube, ein bisschen mehr Forschung ist nicht verkehrt für uns. Ansonsten nochmal auf Häuser upgraden. Kostet nämlich mehr Eisen. Mehr Stahl, besser gesagt, und nicht so viel Holz. Und wir haben jetzt auch wieder Leute zurückgekriegt, die dann sich weiter um unsere Außenbezirke kümmern dürfen, müssen. Das ist das Außenpostendepot. Da wird gearbeitet. Da wird gearbeitet. Da wird gearbeitet. Und langsam mache ich Fortschritte, was das angeht. Natürlich werden uns dadurch auch die Leute, die die ganze Zeit krank sind, natürlich der unschöne Nebeneffekt dabei. So, Kohle kam wieder rechtzeitig an. 30 Obdachlose, aber das sind Häuser, die gerade umgebaut werden. Und da kommen 10 Leute jetzt hier rein, um uns ständig mit Nahrung zu versorgen. Jetzt haben wir da Tolles. Die meisten Ruinen wurden beseitigt. Wunderbar. Okay, wir haben jetzt die 30 erreicht. Jetzt geht es darum, Hoffnung und Unzufriedenheit in den Griff zu kriegen. Genau, ich soll Schreine bauen. Das schaffen wir jetzt nämlich auch, weil tatsächlich Eisen haben wir gerade. So, das muss in Sachen produzierendes... Doch, der ist drin, ne? Der ist da drin. Ja, dann haben wir nämlich euch drei. Hier ist eine Gesundheitsecke, kann das kriegen. Da oben ist nochmal eine Gesundheitsecke, die kriegt das auch. Schreine ist relativ easy zum Bauen. Dann können auch mal ein paar anfangen, hier Holz vernünftig zu sammeln. Weil unsere Ruinen hier natürlich weniger und weniger werden. Greifen da sehr viel auf Kinderarbeit zurück. Es tut mir leid. Aber irgendwo muss man Abstriche machen. Den Kohlehaufen sammeln wir nicht manuell. Aber glaubt mir, je schneller ihr die weg habt, umso schneller wird euer Leben besser. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Okay, was ist da los? Zusatzration für Kinder. Ja, könnt ihr haben. Könnt ihr haben, wir rüsten ja gerade Essen nach. Und das ist auch eine wichtige Forschung, unseren Verbrauch ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wir könnten auch gucken nach einem weiteren Spähertrupp. Ich glaube, das macht gerade Sinn, weil wir gerade Eisen haben. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas. Aber dieser Kahn macht so viele Geräusche, das ist echt nicht sonderlich vertrauenserweckend. Darf ich das mal anmerken? Ist wirklich nicht vertrauenserweckend, dass er die ganze Zeit so knarzt und tut. Ne, dann schnappen wir das für Sägewerk. Und wir brauchen dann eben ein bisschen mehr Holz. So, da müssen wir irgendwo wieder 5 Ingenieure auftreiben. Da sind noch 5 drin. Das heißt, hier Leute weg, da Leute rein. Ingenieure kommen da rein, dass die Forschung schneller geht. Okay, wir haben ja die Obdachlosen kommen, weil die Häuser hinten noch umbauen wollen. Nahrung ist unser nächstes Thema, aber wir arbeiten dran. Nehme ich gleich nochmal 20. Kann ich nochmal... Ist das in der Hitze? Ich glaube nicht. Muss ich eher hier bauen, ne? Ist das da noch im Weg? Ah ne, das Weg. Da ist Weg im Weg. Das ist eine Straße im Weg. Dann können wir das, glaube ich, so ganz hinstellen. Oder auch nicht. Aber da. Er leuchtet weiß. Wenn er weiß leuchtet, ist es aktiv. Wunderbar. Ja, ich weiß, Krankheit ist immer noch ein Thema. Ich denke, wir kommen vorwärts. Problem ist gerade unser Kohleverbrauch. Wobei wir in ein paar Tagen oder nicht in ein paar Stunden wieder besser aufgestellt sein sollten. Was gibt's hier noch? Das Kind. Das verbrannte Kind aus den Ruinen ist verstorben. Wir konnten die Verbrennung nicht behandeln. Wir behandeln 40 Leute. I do my very best. Das geht gerade nonstop, ne? Frostbeulen. Kann ich das inzwischen unterzeichnen?
Ne, noch eine Stunde. Okay. Noch nicht ganz, Leute. Noch nicht ganz. Bauen gerade Schreine. Baruinen sind erschöpft. Radikalabbau hier. Könnte das Wirtshaus theoretisch in Betrieb nehmen. Aber dann sind sie ein bisschen happy. Ja, genau, geht Unzufriedenheit zumindest mal runter. So, Schreine wurden gebaut. Das steigert unsere Hoffnung. Da ist Glaube. Ein Hauch von Hoffnung mit unserem Glauben. Ich weiß, Krankheit ist gerade noch ein Thema. So, irgendwo ist gerade mal ein Feld aufgeploppt. Dachte ich. Hat sich danach angehört. Da draußen. Was war das draußen? Ach, genau, das ist der Mauerbohrer für mehr Holz. Aber den habe ich nur gebaut, damit ich die Ressourcen wegkriege. Speaking of Ressourcen wegkriegen. Wir können mal ein paar gewöhnliche Häuser nochmal eine Stufe höher pushen. Gerade laute Stahlruinen, die wir abbauen. Also da müssen wir den Holzbohrer doch bald anwerfen. Wenn wir haben Leute dafür. Dann tun wir das doch einmal. Ihr kriegt auch eine Heizung dafür. Noch 11 Stunden. Das reicht also, bis es wärmer wird. Und jetzt können wir uns um die Behandlungsmethoden kümmern. Unzufriedenheit steigt. Aber... okay, das ist nicht Unzufriedenheit, geht auf und ab. Aber so kommen halt besser durch die Schwerkranken durch. Und dann sterben die uns nicht. Und Tod ist das, was uns viel versaut in Sachen Hoffnung. Okay, da gibt es noch was abzubauen. Da gibt es noch was abzubauen. Gibt es noch sehr viel abzubauen. Den einen Arbeiter behalten wir uns erstmal. Achso, das mit der Wärme hat nicht funktioniert. Ah. I'm sorry. Aber wir kommen vorwärts, würde ich behaupten. Kommen vorwärts. Und glaube ich nochmal ein bisschen mehr für Nahrungsmittel. Weil wir haben sehr viele Leute. Muss ja auch noch Straße loswerden, dass wir das besser platzieren können. Ich kann das ein Raster nach vorne theoretisch verstellen. Ne, das machen wir einfach dann direkt anbindend. Da noch mehr Nahrung, was wir fabrizieren. Gut. Das wird doch... so, der ist angekommen an der... oh, Wetterwarte, da gibt es Überlebende. Die Wetterleute versetzt. Die Wetterstation wird von mehreren Ingenieuren bemannt, die eine Reihe von Apparaten zur Überwachung der Lufttemperatur, Windstärke, Windrichtung und des Luftdrucks bedienen. Auf Basis dieser Daten erstellen sie Wettervorhersagen. Wir können diese Ingenieure in der Stadt gebrauchen, um uns mit dem Generator zu helfen. Wenn wir die Wetterstation schließen, werden wir jedoch die Wettervorhersagen verlieren. Sie können sich darauf verlassen, dass es immer kälter wird, sagt der leitende Wetterforscher. Können sie schicken? Wir können sie eskortieren, wir können sie arbeiten lassen. Wir lassen die erstmal. Ich hätte schon gern Überblick bezüglich Wettervorhersage. Das ist mir schon wichtig. So, das Ding. Dass wir dann irgendwo hier Leute abzwacken, dass die da arbeiten können. Oli reicht noch 5 Stunden. Aber wir können jetzt dann noch runterfahren. Morgen früh. Weiß nicht, es wird knapp auf jeden Fall. Weil wir haben immer noch steigende, massiv steigende Anzahl an Kranke. Da kommen wir gerade gar nicht hinterher. Noch mal ein paar Häuser-Upgrades theoretisch hinstellen. Okay, Kohle wird hart knapp. Müssen den leider runterfahren und den Overdrive anwerfen, dass wir temperaturtechnischen Ausgleich haben. Sobald das passt, ist es wieder wärmer.
Weiß, das mit der Kinderarbeit ist nicht cool, aber das ist temporär. Das ist wirklich nur temporär. Ganze Kohle wird nicht reichen. Hm. Die wird reichen bis zum wärmer werden. Hier in 4 Tagen wird es wieder kälter. Ja, Forschung ist immerhin durch. Thermostat für Holzkohlemeiler. Ach stimmt, wir können aus Holzkohle machen. Und Sammelstellen dämmen. Reisehäuser dämmen. Und jetzt noch Jagdtaktiken erforschen. Was gibt's in der Heizung noch Tolles? Die Kupplung macht Sinn. Brauchen wir später auf jeden Fall. Die arbeiten jetzt. Wir können wieder ein bisschen gegenarbeiten. So, dann warten wir jetzt. Wir können theoretisch, ja, wir machen das jetzt ein bisschen krasser. Mit dem Hintergrund, dass einfach wir die Kranken in den Griff kriegen. Orientierungspunkt, wir haben eine Stahlbrücke entdeckt, die noch weiter draußen ist. Sieht's denn aus, 21 haben wir momentan zur Verfügung. Mal noch ein paar Häuser hinstellen. Da kommen nämlich ständig Leute zurück. Also die Kinder kommen da zurück, um es besser zu sagen. Okay, was ist da los? Die erste Amputation. Legehelm oder Prosthetik? Genau. Das hilft nämlich auch schon mal. Oh, schön, das kriegen wir auch da hinten rein. Jo. Lies mal da an, warum nicht? Weil dann gehen auch unsere Essensrationen ein bisschen besser von der Hand. So, da oben kloppt das nächste. Weniger Leid. Kann nicht arbeiten. Hoffnung steigt gleich an. Ach, das ist der Arzt. Ja, das geht. Das kannst du machen. Hier, mehr Ruinen sind erschöpft. Es sind kaum noch Ruinen da, tatsächlich, ne? Ein paar große Ruinen sind noch übrig. Aber es wird mehr und mehr Platz frei. Was ja was Gutes ist für uns. So, Eisen haben wir wieder sehr, sehr viel. Das heißt, ich würde mal ein paar Häuser in Auftrag geben. Nicht zu viele, wir müssen gerne noch eine Forschung durchballern. Und zwar hätte ich gerne das zweite Speertrüppchen. Die Überlastungskupplung würde jetzt dafür sorgen, dass wir richtig hart richtig hart am Heizen sind. Unsere Heizzonen jetzt nicht so geil gewählt sind, ne? So, ich heiz euch tatsächlich auch nicht. Ich für euch auch nicht so schön. Ist das die... Ah ne, du bist so einer, okay. Den brauchen wir tatsächlich nicht. Wir haben sehr viele Kranke. Das ist ein Problem. Die Zusatzheizung, wir verbrauchen jetzt ein bisschen mehr. Wir kriegen auch relativ viel Kohle gerade rein. Wenn man da noch so viel was gebaut werden muss und... Wir haben einfach sehr viel Personal. Einfach wirklich sehr viel Personal. Jetzt habe ich hier Ingenieure drin. Wieso habe ich im Speisehaus Ingenieure reingesteckt? Da kann doch mal ein Krankenhaus draus werden. Und da gar kein Doch, da ist eine Sammelstelle daneben. Ist da nur eine Sammelstelle? Wo sehe ich, wie viele Sammelstellen ich habe? Wirtschaftsüberblick? Wir haben nur 2 Sammelstellen.
haben nur zwei Sammelstellen. Dann kann das ja nichts werden mit der Kohle. Wobei denn? Moment. Wenn wir dich einschalten. Ja. Die Sammelstelle draußen hat er nicht im Blick. Dann ändern wir das. Ist auch so ein elegantes Meisterwerk, wo man nicht vernünftig rankommt, weil überall Schutt und Asche rumliegt. Hier geht noch nicht ganz, das heißt, ich kann die leider nicht ganz abreißen. Das heißt, du wirst noch ausbleiben, bis wir das neu strukturieren können. Wie machen wir das da drüben? Da brauchen wir auch auf jeden Fall eine zweite Sammelstelle. Oh ja, also schön. Ja, es kostet uns ein paar Bäume, aber who cares about Bäume? So, dann können wir weiter noch auf Häuser upgraden. Die Kollegen leben wirklich im Luxus, was das betrifft. Legeheim. Hier rum noch, wir brauchen gleich mal noch mal ein weiteres. Weil wir da so viele einfach davon haben. Ja, jetzt ist Nahrung. Wird eine Herausforderung. Ich kann es versuchen. Mit eurem Heizen. Und da haben wir noch mal eine Sanitätsstation, um mehr Kranke wegzukriegen. Wer ist angekommen? Oh, jetzt ein Automaton! Jawollo! Okay, der arbeitet unermüdlich daran, die Brücken frei von Schnee und für die Transporte passierbar zu halten. Wenn wir die Stadt schicken, würden wir alle ausposten. Oh! Dann lassen wir den erstmal. Ich bin gespannt, was das... Ah, da gibt es da Eisenvorkommen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Interessant, auf was die alles Zugriff haben. Wir müssen noch die Hoffnung steigern. Dann ist unsere Stadt wieder aufgebaut, weil wir gerade Nahrungsmangel haben. Also noch mehr als eh schon. Wir müssen da noch ein bisschen... Reicht das platztechnisch? Ich glaube, es ist gar nicht wichtig platztechnisch. Ja, I know. Seid unglücklich, weil euch die Straßenanbindung fehlt. Overdrive. Bis jetzt angehabt. Ich denke, war jetzt mal nicht verkehrt, da so viel zu heizen. Oh, und wir haben wieder jede Menge Leute, die ich da noch zustellen kann. Da wird noch gearbeitet. Jetzt mal einfach die letzten Reste aufzusammeln. Die letzten Überreste wegmachen. Viele sind es ja nicht mehr. Sehe ich noch irgendwo was Zerstörtes? Hier noch irgendwas, was kaputt ist und ersetzt werden kann? Feuer kommt von dem Ding. Ah ja, da. Hier sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar Ruinen. Okay, dann muss das noch weg. Kohle reicht gerade noch. Habe ich Overdrive? Ja, ich habe Overdrive ausgeschaltet. Und ja, jetzt mit den zusätzlichen Sammelstellen wird das dann auf jeden Fall auch mit unserer Kohleversorgung was. Könnt ihr hier mal drüben, warum baut ihr meine Straße nicht? Wir brauchen die Zentren, wir brauchen die Nahrungsversorgung. Und zwar dringend. Und zwar wirklich, wirklich dringend. So, 5 Uhr morgens, Tag 5. So, jetzt seid ihr wieder mit der Straße verbunden. Und der Speer ist am Eisenerzvorkommen angekommen. Da gibt es Stahl. Ach, das ist gar nicht okay. Das ist gar nicht da für den Außenposten. Ah doch, sagt er gerade. Sagt er im Text. Sagt er im Text. Dann rüber zum rissigen Eis. Wir können, glaube ich, einen zweiten Außenpoststation bauen, sobald das hier weg ist. Glaube ich, irgendwo hier. Jetzt muss ich nochmal so eine Anschlussstelle.
Oder? Gucken wir einfach gerade mal. Ne, Ressourcen nicht da. Mehr Holz benötigt. Auch mal komische Dynamik, dass mir massiv Holz fehlt. Kenne ich so gar nicht. Sonst fehlt mir immer massiv der Stahl. So. Unsere Kohle ist schon wieder... Warum sind wir bei so niedrig Kohle? Der kommt erst in 2 Stunden. Wurde unangenehm. Ah ne, sie arbeiten gerade rechtzeitig, um unsere Kohle wieder aufzufüllen. Das ist doch super. So, Stahlruinen sind erschöpft. Das war hier. Genau, wir wollten nämlich hier auch, oder wir müssen. Wir müssen unsere Nahrungsversorgung in den Griff kriegen. Überlegen, wo ich das am besten die nächsten Dinge hinstelle. Das knallen wir einfach dann hier. Dann lösen wir zuerst noch die Straße auf. Das ist auch eine Doppelstraße. Warum Doppelstraßen bauen? Wir haben ein, ah, wir haben nur noch einen Kern. Dann müssen wir das doch erstmal mit Jagdhütten überbrücken. Ja, wir haben Hungerprobleme. Das sind nochmal Stimmen in den Ruinen. Wir bauen schon alle Ruinen ab. Also, chill mal. Wir kümmern uns drum. So, mehr Ruinen sind erschöpft. Das ist wirklich das Spannende, wenn uns irgendwann, wenn die Ruinen halt alle erledigt sind, haben wir dank den Kindern zu viele Arbeitskräfte, dann lassen wir die Kinder einfach auch nicht mehr arbeiten. So, da drüben kann das noch gebaut werden. Krankheitstechnisch kommen wir immer noch nicht ganz hinterher. Forschungstechnisch geht es gleich weiter. Das mit den Lebensbedingungen hält momentan gerade. Warte gerade auf die Forschung. Wir können auch wieder die nächsten Häuser hinstellen. Mehr nicht, weil ich muss gleich noch Ressourcen übrig haben für eine Forschung. Da haben wir die Späher auch direkt schneller. Und dann aber nochmal Holz für einen weiteren Spähertrupp. Nämlich jetzt. Ne, das sind Außenposten. Wo ist das Späherding? Wo ist da? Da, da wo, der Ballon hochgeht. Wunderbar. Auf geht's zur Land-Dreadnought. Also, damit mache ich hier am Ende für den Part. Das war Part 1 von Winterheim. Also Winterheim ist ein Zustand, aber wir haben schon sehr viel aufgeräumt. Und mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, ob wir das, die ganze Situation in den Griff kriegen. Das wird sich zeigen. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.